Ahoi Leute und willkommen zurück zu dem sterbenden Licht. Wir sind hier mit Licht da oben. Licht. Ja, V. Und wieder. Oh Gott. Wir haben schon ein paar Zombies gerade totgeprügelt, nachdem wir gespawnt sind. Ja, und zwar eine Menge. Hier liegen auch eine Menge. Leicht. Ja, okay, es sind schon wieder ein paar despawned. Ah, da musst du die Päckchen nehmen, so, wenn du sie noch nicht geholt hast. Au, 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 au. Au, au, au. Ja, ich hab hier ein bisschen gestromt und Ja. Das hat au gemacht. Wir wollen jetzt erstmal. Bist du ein Mensch? Das ist ein Mensch. Also ein toter Mensch. Oh. Meine Kopf ist da drum, Mann. Nein. Schade. Leider nicht. Sind das hier sehr. Ne, das sind. Doch. Vorratskisten. Das sollten, glaube ich. Achso, ja. Sein. Nee, du hast recht. Aber, ja, boah, ich bin dumm. Aber die sehen so von der Polsterung. Also, okay, Polsterung sehen die halt auch fast. Das Kisten, ja, die geairdroppt werden. Aber haben wir es von Särgen? Ja, definitiv. Ich hab's auch gesehen. Genau, wir haben Jafars Aufgabe hier in der Nähe, aber wir wollen erstmal die Nebenaufgabe machen mit dem Umspannwerken. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal. Genau. Habe ich schon das Überspringen? Ja. Ja. Oh, ja, nice. Ich mach mit. Halten Sie H gedrückt, um einen Wettkampf zu erschaffen. Nein, 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 danke. Das passt schon, denke ich. Das war schon gesagt, ja. Weiter. Ach, ich habe ja nicht verteilte Fertigkeitspunkte, die muss ich mal eben kurz verteilen. Ich weiß nicht, ob ich welche habe. Die ich weiß mir es jetzt gerade nicht angezeigt. Ich habe vom Zombies prügeln was gekriegt. Einfach ja, na komm. Aua! Ich bin gerade runtergesprungen. Da muss ich jetzt mal wieder auf den Bus klatschen, um auf den Job zu machen. Wo kommt denn die Fotze überhaupt schon wieder her? Du auch! Piss dich! Junge, Junge, Junge. Fertigkeiten. Hier, Kraftstufe. Jetzt kann ich vielleicht auch mal was wählen. Okay, dann habe ich den Kopf zertrümmert durch das Runterschmeißen. Au. Na, ich glaube, das ist ganz gut. Kraftangriff. Kraftangriff. Sehr wichtig. Ach, das ist einer von den Zombies hier, von den wütenden. Ach, Dörfern. Ja, die Infizierten. Das ist das Blaue. Blau war doch irgendwie. Achso, hier ist ein Händler gespawnt. Nice. Ach so. Hier, random Händler. Warum auch nicht? Got everything right here. Was bietet. Du hast ganz viele lilane Waffen. Die kosten aber echt viel Geld, muss ich leider sagen. Die liegen auch über dem, was ich mir leisten kann. Also, ich kann mir alles kaufen, was er hat. Also, jedenfalls einmal. Also, einmalig. Ich kann ganz viel Zeug verkaufen. Ich kann zwei Sachen nicht mal kaufen, die. Weil ich noch nicht mal von der Stufe her hoch genug bin anscheinend. Ah, okay. Jetzt kurz Messerkern eigentlich noch weg. Baseballschläger. Ist da irgendeiner? Der hier, der hat keine Reparaturen mehr, ist tot. Den kann ich verkaufen. Was war nochmal wichtig zu kaufen? War das Mull? Ja, Mull. Mull. Okay. Hat er leider nicht. Aber ich wusste nur, dass wir irgendwas kaufen sollten, wenn wir es finden, also wenn wir einen Händler finden. Deshalb habe ich mal geguckt. In der Tat. Müll könnte es gewesen sein. Oh, ich bin in den Müllhaufen gesprungen. Wo bist du? In den Müllhaufen gesprungen runter. Ach so. Also, ja, das ist gut. Anything you need, I got it right here. Was ist er denn da, ist er? Anything you need. Ah ja, da kannst du nicht mehr da oben laufen. Richtig guter Freerunning-Künstler, den ich da spiele. Ja. Gibt übrigens. Aua. Ein Freerunning-Spiel, das ich mir kürzlich gekauft habe. Hey. Ich hab gehört, das kaufst du dir auch noch? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht, ob das Multiplayer hat, von daher hat das fairerweise keine Relevanz. Wichtig? Schon. Kaffee! Kurzes Messer. Waffen-Upgrade. Ich habe gar kein Waffen-Upgrade aufgesammelt. Gib mal Ruhe-Spiel. Naja, Ruhe geben. Wo ist es? Moment mal, da ist ein Paket. Wollen wir da hin? Ja, doch. Lass mal das noch zwischenschieben. Genau das habe ich auch versucht vorhin. Hat nicht geklappt und jetzt gerade hat es aus irgendeinem Grund geklappt. Okay. Und ich bin gerade fast in den Tod gestürzt. Ich habe Glück, dass ich nicht geplatzt bin. Ja. Wir sind hier relativ am Anfang wieder. Das war, glaube ich, einer der ersten. Checkpoint, nee, hier außen Hausdinger da, wo wir den wir befreit haben, nee, oder nicht? Kann sein. Ich, Location, nein. Okay. Why use many words when few words do trick? Hallo, das ging schnell. Ja. Ich habe mir gleich von Seisleuten tot geprügelt. Safe.
Aber eigentlich. Joink, joink. Sind wir doch. Also, nee. Seis-Leute hast uns. Nee, Reis hieß ja nicht Seis, ne? Reis. Ja, Reis. Das weiß ich noch, weil Reis. Ja. Norm und so. Ja, ja genau. Wir arbeiten ja für den. Ja, aber jetzt. Seine Leute hassen uns trotzdem noch. Ja. Verständlich. Habt einen schönen Tag. Das ist wahrlich. Hoppa. Okay, manchmal macht er komisch. Ja, dann schnauf halt erstmal. Schnaufer, ne? Ja. Was ist das für komische Geräusche? Es klang wie ein Angry. Ja. Wir haben es nicht gehört, wir laufen einfach mal weiter und ignorieren das. Okay, du bist ja Elektriker, du kannst ja hier jetzt bestimmt wieder starten. Ja. Müsste gehen. Fairerweise, dafür muss man wahrscheinlich kein Elektriker sein. I'm in the substation. Just find the control panel and turn the switch on. Ja, genau. Moll. Achso, danke. Das krieg ich hin. Das genau. Ist genau das, was wir auch sonst immer machen. Das ist die gleiche Animation. Oh, Kiste. Oh, die hab ich übersehen gehabt. Bugspray. Nice. Ich hab Alkohol und Kaffee gekriegt. Ich hab nur eine Sache rausbekommen. Richtig unhöflich. Okay. Wahrlich. Sollte das flackern? Also im Normalbetrieb sollte es das eigentlich nicht. Aber unter den Umständen, wie das hier funktioniert, kann man damit wohl um, würde ich sagen. Ja, hast schon gesagt gehabt. Ja, geht schon. Hauptsache der Strom ist da. Für die Leute reicht's hier. Genau. Oh, da ist ein Angry Boy. Bringen Sie den Unhold. Nein, ich werde den Unhold nicht bringen. ein Stinker. Ja. Oh. und brennen. Oh mein Gott. Piss dich, brenn woanders. Lass das, nicht leben. Brenn für Musik. Die habe ich noch nicht mit dem gemacht. Bist du tot? Du bist tot. Okay. Wo auch immer du jetzt schon wieder herkommst. Bin schon auf dem Weg weiter. Genau was? Ich gehe dann einfach auch mal weiter. Wo ist denn das Ding? Ist das Wasser? Passt, okay. Wie kommen wir hier am besten runter, um Schaden zu nehmen? Au. So schon mal nicht. An den Stromleitern sollten wir am besten nicht lang rutschen einfach. Das geht wahrscheinlich auch nicht, oder? Also so Seilrutschen technisch? Käme auf den Versuch drauf an. Es gibt manche Sachen, wo man das kann. Okay. Genau genommen müsste ich jetzt bereits tot sein, weil ich die Stromleitungen berührt habe und die sind normal nicht gesichert, also haben eigentlich sind nur offene Drähte, keine Kabel. Warum aber sterben auch Vögel Kabel. Nicht, wenn die das machen? Weil sie nicht, voilà, weil sie nicht gleichzeitig zwei Plätze mit unterschiedlichen Stromlevels berühren. Das ist für Menschen schwerer. Aber grundsätzlich möglich? Grundsätzlich möglich. Wenn du es schaffst, nur einen stromführenden Draht zu berühren und nicht die Erde oder so, dann ja, dann kriegst du auch keinen Stromschlag. Aber sobald du beides gleichzeitig berührst, macht's Aui. Das klingt nach einer interessanten Challenge für TikTok, würde ich sagen. Schon. Warum ist hier ein Zombie, der auf dem Boden liegt? Ich hab seinen Kopf entfernt. Sehr schön. Ja, da ist eine Kiste. Muss irgendwo noch der Anschalter, ne? Kannst du schon mal suchen. Oh, hier ist ein Elektroschneider-Mod. Und hier ist der Neustart. Klick, klick, klick. Und hier ist noch ein First Aid-Ding mit einmal Moll drin. Alright, Alfie, two down, one to go. Alright, Alfie, two down, one to go. Achso, wir sollen. Okay. Ich war verwirrt. Spiel hat nämlich gesagt, wir sollen zwei Stück machen. Und jetzt sagt unsere Person gerade, two down, one to go. Und das hat er bei mir sogar zweimal gesagt. Ja, bei mir leider auch. Und dann habe ich gefragt, aber es waren nur zwei Sachen, wir haben zwei gemacht. Ja. Töten Sie Reichssoldaten. Oh. Warte mal, ach, wie wollen wir nochmal Wurfwaffen? So. So, Wurfwaffen werfen auf jeden Fall. Ach ja. Habt ihr Penner? Der Pisser. Bunk. Bunk. Warte, nein, ich hab gesagt Bunk. Ich hab nicht getroffen. Ah, er hat mich getroffen. Aui. Er ist auch noch ein Zemp. Er brennt. Würde bestimmt, wenn ich er wäre.
ging auch, hä? Junge, der verbrennt ja richtig. Schön. Das sieht unangenehm aus. So, nicht anders. Stell dir vor, du bist komplett verbrannt, deinen kompletten Körper. Und dann denkst du nur, den fick ich jetzt. Ja, das sind Prinzipien, richtig so. Was mir übrigens auch gerade eingefallen ist, du kannst es auch schaffen, einen stromführenden Draht zu berühren und nicht den Boden zu berühren, aber dadurch, dass dein Körper eine gewisse Länge hat und den Abstand zwischen dem stromführenden Draht und der Erde reduziert, kann es sein, dass der Strom stark genug ist, von deinem Körper auf den Boden zu springen und dann kriegst du auch einen Stromschlag des Todes. Okay. Muss man alles bedenken dabei. Und... Aber es geht, theoretisch zu bedenken und zu umgehen. Aber wenn da, also ein so ein dickes Kabel, was hier lang führt, ist ja ein stromführender Draht dann, oder wie? Ja, genau. Die, wenn ich da einfach dranhänge, dann dürfte ja eigentlich nichts passieren. Wie so ein Vogel. Ja, aber wenn du zu nah an dem Pfosten nebendran gehst, der eben in der Erde steckt, dann geht ein Blitz von deinem Körper aus zu dem Ding und dann macht sehr schlimm Aua. Das klingt unangenehm. Wahrlich, es ist. Ach, ich hoffe, es geht weg. Jawohl, ich glaube, es ist nicht lange unangenehm, fairerweise. Weil die dürften ein paar tausend Ampere und ein paar 10.000 Volt haben. 22 Kilovolt zum Schnellleiter und entspannen. Wie bitte? 22 Kilovolt haben zur Leitung, glaube ich. Oh ja. Ich hatte irgendwie 50 Kilovolt im Kopf, aber das kann auch sein. 50 Kilovolt zu tun. Hier waren wir doch schon mal. Genau. Au! Ey! Oh! Meine Fresse. Ich muss nämlich kurz meine Waffe wechseln. Du hast mich geheilt, danke. Bitte, ich hab nicht mal gesehen, was da steht, bevor ich F gedrückt habe. Fairerweise. So, dann ist das jetzt. Also. Auswählen. Ah, okay. So muss ich das machen. Ich muss tatsächlich nochmal klicken. Kurz einen Schluck Energy genommen. Finden Sie die Hauptschalttafel und setzen die Sicherung zurück. Kriegen wir hin. Wie crafte ich Zeug? Bei Entwürfe. Entwürfe, okay. Weil ich wollte mal gucken, ob ich Medizinzeug machen kann. Elektroschneider. Was ist das denn? Okay, das klingt doch. Okay, ich habe jetzt nochmal 6 Medkits, das sollte klappen, oder ich sage einfach durchlaufen und wir können schon wieder hin. Joa. Joink! Machen wir doch mal so. Joink! Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Entschuldige. Ich weiß, was das hier ist. Aber hier waren wir schon mal drin. Ja, das sieht sogar aus wie ein Safehouse. Hier. Ups. Während des Tages nicht verfügbar. Oh, hier ist eine Nachricht. Okay. Was steht da? Haha, und so. Nee, so ein Sammelgegenstand. Achso. Dann bin ich mal unterwegs. Ich bin falsch gelaufen. Ich muss gerade viele Zombies überspringen. Ich habe irgendwie 2 Stück gemacht oder so. Junge, was sind denn das hier für Unmengen an Zömblers? Ja, die haben schon einmal tot. Wo kommen die alle her auf einmal? Ja, die sind, glaube ich, alle nach dir gespawnt. Nee, die sind, glaube ich, einfach durch die Wand geglitscht, nachdem du hier lang gegangen bist. Das ist auch möglich. Gaun. Der lebt ja immer noch. Meine Fresse, wie kann ich da jetzt nicht schlagen? Okay. Das ist ein Au. Heilen, zum Glück habe ich noch wenig jetzt gerade. Ich bin down. Ja, hab ich gesehen. Down for your entertainment. Denk, au, ich bin direkt wieder down geschlagen worden, weil ich von 50 Zombies umgeben bin ungefähr. Weil die alle nicht da stehen? Wie kann ich wissen, Sachen explodieren lassen? Boom. Drauf schießen, drauf. Ich hab nichts zum Schießen, so gut wie tot, ne? Ja, ich musste gerade erstmal gucken. Ich wollte neben dir das Ding explodieren lassen, um die Zombies zu töten. Aber ich weiß halt nicht, wie es geht. Also klar, ich kann wahrscheinlich irgendwie. Wurfgegenstand? Nein. Das soll ich auch versuchen. Dann weiß ich es aber leider auch nicht. Also man kriegt ja später sich eine Waffe, darum wird es gehen.
Aber so normal jetzt? Der ist gerade durch die Wand geglitscht vor meinen Augen. Willst du nicht auch noch mal sterben, Nummer Zombie? Dankeschön. Was für ein dreistes Scheißding, Alter. Okay, ja, wo ist der Hauptschalter? Während des Tages nicht. Ja, das habe ich ja schon gehört. Wo kommst du schon wieder her, um auf dich durch Wände zu kommen? Böse Wandzombies. Ja, scheiß Wandzombies. Oh. Au, au, au. Nochmal heilen. Es ist natürlich nicht vorteilhaft, dass der Zombie brennt, wenn ich gucken möchte. Ja. Stimme zu, verstehe. Hallo. Okay, ich komme da nicht ran. Aber die momentan noch nicht an uns. Hinab, Oberarm. Hat was am Oberarm? Der Zombie ganz links hier. Was zum... Oh. Ich sehe es. Das sieht aus wie ein Hirn oder so. Er würde wie so ein Züster, so ein Quatsch sein, aber sieht aus wie ein Gehirn. Ja. Stimme zu. Da hat sich schon wieder ein Zombie reingeglitscht. Und er brennt schon wieder. Ja, ich entzünde die ein bisschen. Wo kommt ihr denn jetzt alle höher? Hurensohn. Ist noch einer durchgekommen. Ist noch mehr durchgekommen. Sollen wir gerade hell, Mate. Können die aufhören zu kommen? Nein. Gut, ich meine, verstehe ich. Genauso. Zombies. Nicht mich ärgern. Springen. Oh, springen. Nein. Hm. Alter, Ausdauer ist echt zum Kotzen. Ja, stimme zu. Er hat jetzt so wenig davon. Lebst du noch? Ja, natürlich lebst du noch. Was ist das? Oh, das ist immer noch. Dann reicht's aber, Freund. So. Ja, irgendwann passt doch mal mit Leben. Irgendwann ist einfach genug. Ich level immerhin schon. Oh Gott, da sind schon wieder drei neue Zombies. Herrgott! Ha, einen direkt reingekriegt. Wo kam der denn jetzt her? Oh Gott, Zombies, das ist wieder von dir. Ich geh mal kurz so hoch und die skillen. Mhm. Ah, Fertigkeiten. Oh, ich hab sogar noch einen Skillpunkt bei dem anderen. Ground Pound. Habe ich immer so, dass ich weniger Ausdauer verbrauche? Ich glaube, hier Schlag. Das sieht man nicht. Einfach treffen. Und rennen, springen, das. Der Fokus ist natürlich nice. Erste beliebige Waffe. Massive Schaden. Das ist natürlich cool. Ich glaube, das mache ich auch mal, weil Waffen werden immer noch. Und dann haben wir bei Wendigkeit. Habe ich schon eine Wendigkeit? Die nächste Stufe auch? Ja, okay, dann bin ich einfach wieder ein bisschen was haben können. Fucking Zombies, Alter. Wird gleich einer von denen. Weniger. Eine Abschüttung ist okay. Da geht den Schaden durchschützen. Ja, egal. Je fitter sie werden, desto mehr gesünder können sie regenerieren. Blockkick großer Schatten sind auch sehr cool. Rechnen sie, ich gebe den Gegner die Beine. Okay, das ist natürlich nice. Ich würde sagen, erstmal HP-Sachen, das klingt auch mal gut. Ja. HP, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Also ich soll HP regenerieren, aber ist das nur so, dass ich nur so ein paar regeneriere? Ein kleiner Doppelkick gemacht, was meinst du? Ja, sehr schön. Ich kick übrigens inzwischen alle hier in die Dingens rein, in die, weil dann sterben die instant. Ja, habe ich auch schon versucht. Nur meistens waren die irgendwie gerade nicht so, dass ich dahin treten konnte, weil die irgendwie mal auf der anderen Seite bei mir gespawnt waren. Ah, ich sehe. Er ist gerade reingelaufen. Man kann die einfach so reinlocken, glaube ich. Ja. Jetzt hier stehen bleiben? Doch, das könnte aber nicht funktionieren. Ja, ist hingefallen. Oder sie. Sie fällt einfach um. Dann steh auf und sei tot. Genau. Sehr schön. Ach, deshalb ist hier so viel Glück. Du bist ja reingetreten. Ja. So, eine Stunde hat er, hat ja. Ich habe den Namen von der Frau vergessen. Gesagt, dass es Nacht wird, dass wir noch Zeit haben, um zurückzukommen. Ja. Und dann passt ja ganz gut, dass dann gleich Nachteinbruch ist, dass wir dann hier weitermachen können. Endlich, ja. Bis dahin haben wir ja noch ein bisschen was zu tun, wenn wir wollen, ne? Ja, Zombie-Trotz-Vorteil zum Beispiel.
Oh. Guck mal, ob es jetzt vielleicht schon geht. Da war es, ne? Nicht nur das Teil, was liegt da. Ne? Natürlich nicht. Die Nachricht hast du gefunden, oder? Ah, nee, hab ich nicht. Wait, wo war die? Wo war die? War die? Ich hab sie. Okay. Kommt's her. Okay, nice moves. Ich kann jetzt nicht so viel bringen, aber... Ich bin noch reingetreten. Lebt die noch? Ne, die ist tot. Ich dachte erst, die hätte jetzt gerade nochmal Geräusch gemacht. Und das war nur von... Au! Bobber. Von dem Unfall, ja. Opfer sind zu einem fernen Dorf, die Reliten. Also immer so, als würde die leben, obwohl sie keinen Kopf mehr hat, einfach weil sie noch so am Rundzucken ist bei mir. Oh, bei mir hat es aufgehört. Ja, bei mir ist auch klar. Ihre Bobber ist ein bisschen verzerrt. Ja. Soll vorkommen. Bobber. So ist es schon Nacht. Nein. Oh, den da draußen kann ich aktivieren. Wenn ich ihn aktiviert kriege halt. Aua, wieso kriegst du mich? Aber ich sehe es nicht. Oh. Das hatte ich auch gerade. Ein bisschen traurig gemacht. Stell mir noch einmal HP her, denn ich habe schon wieder was verbraucht. Kletterst du gerade hoch? Ja, ich bin hoch. Ich stelle mir auch mal noch ein Medkit her. Ich glaube, das sind 6. Ich mache ja mal 2 mit einem Crafting-Ding. Stimmt, ich auch. Ja, ich weiß, dass wir weniger als eine Stunde haben. Du hast gesagt, du hast vor einer Stunde knapp gesagt. Ja. Du wirst jetzt weniger sein. Danke für absolut keine hilfreiche Information, Frau. Wahrlich. Während des Tages nicht verfügbar. Oh, ich kann die Person jetzt treffen, ja. Au! Das ist nicht aber auch. Verendet! Ah, okay, vielleicht heile ich jetzt einfach nur mehr, wenn ich mich heile. Weil ich das ja geskillt habe gerade. Ja, das kann dann sein. Kann ich den da vorne treffen? Wahrscheinlich nicht, aber ich will es versuchen. Oh. Ich brauche dringend Materialien für Wurfsterne. Was kosten die nochmal? Wurfsterne... Ach, Schnur fehlt mir immer. Klinge habe ich genug. Ist es schon noch? Ist es noch nicht nach? Nee. Ich finde es auch echt schade, dass hier so ein Lager ist, aber wir hier nicht warten können, bis es Nacht wird. Ja, dem stimme ich zu. Da ist schon ein Angry irgendwo. Ah, da. Ein Wutbursche? Eine Wutburschin, oder? Eine Wutburschin, yes. Aua. Glitscht euch rein oder lasst es? Des Tages nicht ver... Ah! Wie lang kann ein Tag sein? Zwischen 48 und 72 Stunden diesem Spiel nach. Hier steht irgendwas mit Euro. What? Sieht so gut aus. Was genau? Wie du da kniest und wirklich auf 5 mm nah an die Dinger rangehst, aus meiner Perspektive. Ich kann das nicht entziffern. Kont? Nee. Ah, Tatsache, Euro. Euro? Onzünden Euro. Keine Ahnung. Ah. Vielleicht wollen wir uns das verkaufen. Es ist immer noch nicht nach. Junge, also langsam ist auch mal gut mit Tag. Ja, oh, vor allem. Ich hab gerade die Uhr gesehen. Aha. Nee. Ah, die also, Uhr macht Geräusche, ja. 20:57. In 3 Ingame-Minuten. Nacht bricht an. Na, fein. Neustart, also. Hier gerade, hier gedrückt. It's done, fire it up now. Now. Hang on, hang on. Eat folks, you freaks. Jetzt gibt's Schmopp. Good stuff, Crane. No bullshit. Look,
Drücken Q, um Nachtjäger aufzuspüren? Ah, okay. Oh. Oh, auf Q sieht man auch, wo Loot noch ist. Ach, das oh, war's. Cool. Haha. Maybe. It seems to be, yes. Okay, dann können wir hier erst ein paar Nächtigen machen, würde ich sagen, oder? Ja, wenn das geht. Wenn wir hier nächtigen können. Ja, können wir. Geil. Ich mach die Tür mal trotzdem zu. Nicht, dass wir gefressen werden? Ja. Neun Nacht Stunden überlebt. Plötzlich spawnen wir als Zombies wieder da. Das ist schön, dass die Zombies da gegrillt werden jetzt. Können wir jetzt einfach entspannt rausgehen oder sterben wir dadurch? Finden wir das raus? Also ich bin mindestens durch einen Stromding gelaufen, ich bin nicht gestorben. Same, ich habe nicht mal Schaden gekriegt. Ich habe Schaden bekommen. Weiß man geht. Aber kann sein, dass ich von Zombies geschlagen wurde auf dem Weg. Ah, Ja, weiß man halt nicht, geht so genau, ne? Ich sagen, holen wir das Paket noch, ne? Ja, würde ich schon auch mitnehmen, wenn wir hier schon da sind, ne? Liegt auf dem Weg. So können wir als Freerunner, was da oben ist, irgendwas, da sollen wir ihm mal helfen. Was da unten haben wir schon. Okay, das war ein Kopf gewesen. Da geht sich weggetreten, ich bin hallo. Wir all in this together. Gib jetzt. Wo ist das Ding? Da oben. Das ist tatsächlich auch ein Weg, wo wir hin müssen. Belohnung, Ritter. Und Abreise. Zerstörer ist Belohnung. Das ist doch mal schön. Ich habe Ritter bekommen. Ja, ich bin lieber ein Zerstörer als ein Ritter. Als Ritter hat man Verantwortung, als Zerstörer nicht. Fuck. Doch, ich muss Sachen zerstören. Gut, okay, sagen wir es so, das ist eine Verantwortung, mit der ich besser klarkomme. Ja. Ich bin einfach nur ein ritterlicher... Ich bin Ninja, oder? Ich ja. Bin Ninja-Skin angezogen. Ist ja quasi das gleiche. Ich glaube schon, das war doch mehr oder minder ein Äquivalent... Nee, warte, Samurai waren das Äquivalent zu Rittern. Was war Ninja? Ja, nur irgendwie so Spione-mäßig. Spione und Assassinen, aber... Gibt's dafür in unserer Vergangenheit überhaupt Begrifflichkeiten anderer als die, die wir gerade verwendet haben? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Eventuell. Du bist besser im Freerunning als ich, du hängst mich immer wieder ab. Ich bin hier schon mit drei Raiz-Soldaten am Kämpfen. Ja. Ich chill noch zu dir dabei. Au, wieso hab ich nicht umtreten können? So, dann ist erstmal. Voll, voll. Warte mal. Ist der eine schon weg? Hast du einen getötet? Einen habe ich anscheinend stark genug beschädigt, dass er dann gestorben ist. Von meinem Feuer, glaube ich, tatsächlich. Also hier waren drei Stück und hier, also ob du einen schon vorher getötet hast, bevor... mich quasi gesehen hast. Achso, nö, das nicht. Achso, okay, das ist kein Kopf, na gut. Ich muss sagen, die scharfen Waffenattacken sind sehr nüchtern im Spiel, dass man wie nichts die ganzen Leuten abschlägt. Das okay, das haben wir schon gut. Tat schade. Ich glaube, je schneller wir sind, desto besser ist das auch, ist das Looter, was wir bekommen, oder? Das halte ich für möglich, weil sagen jetzt können wir nur zum jemand da war dann. Also klar, also die können das ja jetzt weggeschafft haben oder die haben es halt auch gerade geöffnet. Dann können wir es halt immer wegnehmen. Wir sagen noch einmal zum Tower zurückgehen, also zum Startpunkt, dann können wir nämlich unsere ganzen GIE-Pakete abgeben und kriegen dann auch noch, glaube ich, irgendwas. Ja. Und irgendwas kriegen wir schon dafür. Ja, achso, da rechts wieder so ein. Ach, so nah sind wir am Tower. Ja, wir hören uns ja mal dran. Holy fuck. Zaunfall aktivieren. Nee, danke, brauche ich jetzt nicht. Hallo Person. Hey, have you seen that house with the red smoke pouring out? Nee. Nein. Mit dem haben wir schon geredet, meine ich. They're gonna come knocking on his door. Someone ought to warn him. Letzten Part. I've got enough trouble right now, but I'll think about it. Der spricht uns immer mal wieder an. Okay. Paket abliefern. Paket abliefern. 9000 Punkte. Glaube ich, bin gelevelt?
Bin nicht sicher. Oh, er hat noch ganz viel Müll. Cricket-Schläger, ja, nimm mal mit, was soll der Geiz? Schauen wir doch mal, ob da noch ein Entwurf irgendwo umsetzbar ist. Weitbrille. Medkit ist umsetzbar, das ist gut. Ist das eine Mission? Duftkräuter? Keine Ahnung. There's a lot to be done around the tower. Hope you find some time to take a look at the board. Zweitbrille? Welches schwarze Brett? Das ist ein blaues Brett. Hallo? Widersprechender Röpser. Lavendelpflanze. Ah, okay, man kann anscheinend auch normale Missionen einfach finden. Hm. Haben wir sonst noch was? Premium-Einstellung. Stadion. Rechnen und Kalik. Okay, wir müssen, glaube ich, hochfahren erstmal. Das halte ich für möglich. Gehen wir nochmal hoch. Ach ja, jetzt fängt es wieder an. Die ganze Luft kommt aus meinem Mund. Ins Mikrofon. Rip. Das ist suboptimal. Hast du was zu sagen? Nee, Emerald hat ja noch was zu sagen, aber jetzt nicht mehr. Dann würde ich aber sagen, gucken wir auf die Zeit. Oh ja, da hast du recht. Da sollte man drauf gucken. Dann hoffe ich an der Stelle nämlich auch, euch hat der Part gefallen. Man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.